Hallo, liebe Seelen. Eine Botschaft für genau jetzt. Schön, dass ihr da seid. Wir schauen direkt rein, was ich euch weitergeben darf. Bevor ich mit dem Orakel beginne, liebe Anni, vielen herzlichen Dank für das Geschenk, für dieses Lenormand-Deck über meine Amazon-Wunschliste. Es ist wunderschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß es zu schätzen, liebe Anni. Ich werde es auch direkt in diesem Orakel verwenden. Ja, eine Botschaft für genau jetzt. Wir schauen mal rein. Damit beginne ich. Die anderen Karten mache ich erstmal noch zur Seite, damit ich Platz habe. Im Hintergrund donnert es. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Als ich das Video gestartet habe, hat es angefangen zu donnern. Schauen wir mal. Über was darf ich sprechen für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Eine Botschaft für genau jetzt. Welche Thematik darf ich aufzeigen, ansprechen, beleuchten? Alle Karten, die ich verwende, habe ich wie immer unter dem Video in der Infobox für euch aufgeschrieben. Bitte beachtet auch, dass das ein allgemeines Orakel ist. Das heißt, es kann auf euch zutreffen, muss aber nicht. Die Botschaft kann teilweise zutreffen, es kann aber auch ein Volltreffer sein. Okay. Was möchte ich zeigen? Sei soft mit dir selber. Das ist die Botschaft, die hier durchkommt. Sei. Ich bekomme immer wieder das Wort soft rein, weil es hier steht. Nicht sei zart mit dir selber oder sei einfühlsam mit dir selber, habe Mitgefühl mit dir selber. Sei gütig mit dir selber. An der Unterseite haben wir akzeptieren, was ist. Im Außen, aber auch in dir, wie du gerade fühlst, was du gerade empfindest, das darf alles sein. Und eben diese Karte sagt, in Kombination mit akzeptiere, was gerade ist, mach langsam weiter, geh vorwärts. Hier zeigt sich definitiv ein Weg, den darfst du entlang gehen und er sieht irgendwie auch wunderschön aus, ja, wenn man sich die Zeit nimmt, zu schauen, was sich rechts und links am Wegrand befindet, ja, oder was durch die Luft flattert. Oder man entdeckt hier diesen wunderschönen, einladenden Tisch hier mit Kaffee oder Tee und Cupcakes, Küchele. es duftet wahrscheinlich, weil die Blumen so schön blühen. Also das ist eine Karte, die wirklich darauf hinweist, geh deinen Weg weiter, aber behutsam mit dir selber, soft mit dir selber, langsam und genieße den Ausblick. Ja, man muss nicht diesen Weg entlang hetzen und konzentriere dich mehr auf die Liebe im Hier und Jetzt, okay? Das, was hier und jetzt, was dir jetzt gerade begegnet, da, wo du stehst auf diesem Weg, dass du das wertschätzt, dass du das bewusst aufnimmst, ja, und fokussier dich darauf, was du liebst quasi an dem Weg, den du hier gerade gehst, okay. Und diese Karte sagt eben auch, deine innere Kraft wächst in Momenten der Stille. Okay, lauschen. Lauschen höre ich gerade. Zuhören. Was um einen rum geschieht, was um einen rum passiert. Man hört viele Dinge nur, viele wichtige Dinge oder bedeutende Dinge auch nur, wenn man still ist.
Vielleicht hast du in der letzten Zeit viel durchmachen müssen, viel Belastungen aushalten müssen. Gerade mit dem Herrscher, das ist eine sehr ernste Energie. Das ist eine Energie, die für viel Verantwortung steht, die man hat im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich. Das beschränkt sich hier nicht auf einen Bereich. Die Botschaft, entscheide bitte selber, welchen Bereich es bei dir betrifft. Wir haben hier zwei Schwerter und hier ist eine Person quasi ohne Gesicht. Sie weiß nicht, welche Maske sie sich jetzt aufsetzen soll. Und die zwei Münzen. Und na, die neuen Schwerter. Die neuen Schwerter stehen für Ängste. Sie stehen für sehr große Sorgen, die man sich macht oder die man hat, sozusagen. Für die dunkle Nacht der Seele zum Beispiel, die nämlich für manche auch war, dass man gerade durch die dunkle Nacht der Seele geht und fragt sich, wann das endlich vorbei ist. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und das ist das, was ich sagen kann, ja. Sehr viele dunkle Gedanken sind hier. Auch dramatische Erlebnisse aus der Vergangenheit, wie ich eben schon gesagt habe. Horrorszenarien, die einen verfolgen. Schlaflose Nächte, die ich hier wahrnehme für manche. Okay. Und vor allen Dingen in unsicheren Zeiten. Für mich sieht das hier hinten aus wie ein Ozean, wie ein hoher Wellengang, wie ziemlich wackeliger Boden zumindest, ja. Auf und ab, du bist dann durch ein Auf und Ab gegangen in der Vergangenheit, in deinem Leben. Und jetzt fängt es an zu regnen, also falls es im Hintergrund knistert, das ist der Regen. Die zwei Münzen stehen auch immer für ein Auf und Ab. Du weißt nicht, wo es lang geht, du weißt nicht, wie es weitergeht, du weißt nicht, wann es weitergeht, du weißt gar nichts, ja. Im klassischen Tarot sind hier einem die Augen verbunden. Ja, hier ist keine Augenbinde, hier hat sie gar keine Augen. Und was mir hier aber auffällt, ist, auf ihrer Brust, das hat sich jetzt für mich dargestellt wie ein Fragezeichen. Wie als hätte sie, oder mal, da ein Fragezeichen. Das ist wie, als hättest du ein großes Fragezeichen in deinem Kopf. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Wohin führt mich mein Weg? Werde ich etwas erreichen? Werde ich etwas schaffen? Werde ich heil da rauskommen? Wird es mir am Ende gut gehen? Werde ich am Ende in der Wunscherfüllung landen? Ja. Hier ist manchmal so ein Gefühl von, man kann eine Situation nicht kontrollieren oder man kann den Weg nicht kontrollieren. Angst vor Kontrollverlust auch. Dass man quasi die Fäden nicht mehr in der Hand hat bei seinem eigenen Weg, von seinem eigenen Leben sozusagen. Ja, der Herrscher kontrolliert immer gerne, er hält Ordnung, er hält eine Struktur sozusagen, er steht für Stabilität, er beschützt das, was einem lieb ist, er trägt Verantwortung für sein Leben. Okay. Er ist unabhängig, er ist selbstständig, er ist autoritär. Also er sitzt hier auf seinem eigenen Thron, aber rechtmäßig sozusagen. Das ist eine unsichere Zeit hier, ein unsicherer Weg. Und was die Karten hier sagen, alles, was du jetzt tun musst oder darfst, nenn es wie du magst, ist nur an deinen nächsten kleinen Schritt zu denken. Nicht an den kompletten Weg, nicht an das Endergebnis, sondern nur an den nächsten kleinen Schritt zu denken. Die zwei Münzen raten immer dazu, im Auf und Ab des Lebens, sich der Situation hingeben, sich der Situation anpassen. Und dann wären wir auch wieder bei der Unterseite von diesem Orakeldeck, ja, dass man lernen darf, zu akzeptieren, was ist, weil manchmal wehren wir uns gegen gewisse Umstände. Ja, das kommt einfach, weil
es nicht einfach ist. Weil es keine einfache Aufgabe ist, manchmal anzunehmen, was ist. Loszulassen. Dem Weg Vertrauen zu schenken. Dem Universum Vertrauen zu schenken. Ja, die Kontrolle abgeben. Oder was heißt abgeben? Das ist die falsche Beschreibung, aber Vertrauen ins Universum zu haben, ja. Und alles, was du tun darfst, ist jetzt bloß an deinen nächsten Schritt zu denken. Und das muss kein großer Schritt sein. Es reicht, wenn es ein kleiner Schritt ist, ja. Und wie gesagt, wenn du an deinem Weg hier und da mal Pause machen möchtest, wenn du Rast machen möchtest und dich hier hinsetzen möchtest an den leckeren Kaffeetisch, dann darfst du das auch tun. Nimm dir die Zeit. Okay. Hier ist einmal der Bär und der passt wunderbar zum Herrscher, zu der Herrscherenergie. Das ist die gleiche autoritäre Energie. Und ja, und der Berg. Hier liegt ein Mensch, der gerne alles managt, alles meistert. Jemand, der sehr selbstständig ist, jemand, der sich ja, der Sachen nicht abgibt oder sich nicht auf andere verlässt, sondern jemand, der die Sachen selber in die Hand nimmt, sozusagen. Aber hier ist man in einer Situation drin, wo einem gerade die Hände gebunden sind, ja, da wo es sich schwierig anfühlt. Das ist wie, als würdest du den Berg hinaufsteigen müssen. Und da geht es eben darum, nicht den Berg hinauf zu rennen, sondern langsam. Schritt für Schritt, kleine Schritte, mit kleinen Schritten voranzugehen, damit du diesen Berg erklimmen kannst. Okay. Hier ist eine kleine Warnung mit drin, mit dem Bär. Und zwar achte auf deine Gesundheit auf deinem Weg, ja. In Bezug auf Depressionen, in Bezug auf zu viel Stress, zu viel Sorgen. In Bezug auf dein Nervenkleid. Diese Situation kann sich noch hinziehen, so nehme ich das wahr, für manche, bis in den Herbst rein. Dass es eure Aufgabe ist, in diesem Zeitraum bis zum Herbst zu lernen, man kann es Lernaufgabe nennen, anzunehmen, was ist, sich hinzugeben an eine Situation, flexibel zu sein, annehmen lernen. Und wenn ihr es nicht als Lektion bezeichnen möchtet, dann ist es einfach so, dass es euer Leben leichter macht, wenn ihr gewisse Dinge akzeptiert, wie sie momentan eben nun mal sind. Viele von euch suchen nach Lösungen und Klarheit und Lösungen und Klarheit und Lösungen und Auswegen und so weiter und so fort und kommen nicht auf den grünen Zweig. Hier haben wir die Dame. Ja, es fällt schwer, sich hinzugeben, weil man will auch nicht als untätig dastehen, ja, oder man will nicht untätig sein. Vielleicht ist es auch so ein Glaubenssatz von euch selber, man muss immer in Bewegung sein, man muss immer was tun, man muss immer die Fäden in der Hand haben, man muss immer die Kontrolle haben, ja. Und das kann mit einem Glaubenssatz auch zu tun haben. Hier sind die Wolken, da ist die Unsicherheit, definitiv, ja, die Wolken in deinem Kopf quasi. Die Unsicherheit. Und was ich so interessant finde oder so spannend gerade finde, ist, die Wolken können auch unter anderem im Lennomor für Spannungen stehen und Gewitter. Und draußen bei uns regnet es und es gewittert. Ja, also das sind schwierige Zeiten. Hauptsächlich oder verstärkt durch eure Gedankenwelt auch. Okay.
Die Wolken zeigen hier schon eine gewisse Negativität an in den Gedanken. Auch die Wolken zeigen einen Zeitraum an bis Herbst. Und bis Herbst kann es noch so wechselhaft eben weitergehen. Wo man nicht wirklich aktiv werden kann. Okay, weil sich die Dinge wieder so schnell ändern. Bis Herbst. Im Herbst, ich nehme das so wahr, im Herbst passiert etwas Signifikantes, wo euch wieder eine klare Richtung gibt. Wo ihr wieder mehr Kontrolle habt, wo ihr wieder besser planen könnt, wo ihr wieder mehr Gewissheit habt, wo die Dinge deutlicher werden. Und bis dahin ist es ein Weg der Unsicherheit, ist es ein Weg des Auf und Abs. Und wenn man die Dinge im Außen nicht ändern kann, dann darf man sich hingeben. Und ja, das hat mit Glaubenssätzen zu tun und das hat mit einer gewissen Lernaufgabe zu tun, ja. Die Fische. Das Auf und Ab kann bei manchen mit den Finanzen zu tun haben. Bei anderen wiederum betrifft es die Gefühlswelt, die Emotionswelt oder beides. Okay, oder beides. Weil zwei Münzen hier, die stehen auch für, ich höre gerade, du musst einfallsreich sein in Bezug auf den finanziellen Bereich, finanzieller Einfallsreichtum. Okay, so bekomme ich das gerade gesagt. Wie als müsstest du auch flexibel sein oder hier und da eine Einsparung machen oder eben rechnen, was rentiert sich jetzt, was nicht, in Bezug auf die Finanzen sozusagen, ja. Weil die Fische können einmal wirklich den Gefühlsbereich anzeigen, aber sie können auch fürs Materialistische stehen, wo man eben hier geschickt sein muss, wo es das Leben einfach erfordert, dass man hier geschickt sein muss. In Bezug auf Finanzen, Materielles oder was sein Besitz anbelangt, was die Grundlage im Leben quasi anbelangt. In Einzelfällen können die Fische auch Süchte anzeigen. Vielleicht hast du da auch ein Thema mit einer Sucht, die du unter Kontrolle bringen möchtest, oder ein Angehöriger oder eine Angehörige von dir hat dieses Thema oder jemand, der dir wichtig ist, okay? Erzwinge nichts, höre ich gerade. Erzwinge nichts. Du sollst nichts erzwingen. Oder du brauchst nichts erzwingen. Natürlich liegt es immer an dir, wenn du sagst, doch, ich möchte erzwingen. Ich möchte es versuchen. Ich möchte, ich möchte, möchte. Hier ist nichts in Stein gemeißelt. Aber die Karten raten eben dazu, sich in gewissen Situationen hinzugeben. Weil der Herrscher ist ein Kämpfer, das bist du. Du bist es eigentlich gewohnt zu kämpfen, dich durchzusetzen, ja, dir das zu erschaffen, was du möchtest, dir das zu holen, was du möchtest, das auch zu beschützen und so weiter und so fort. Aber auch der Herrscher ihm sind die Hände gebunden, wenn die Umstände quasi unsicher sind oder wackelig sind. Das ist auch eine Zeit, in der man nicht zu große Risiken eingehen soll, sagen die Karten. An der Unterseite zeigt sich der Sarg und der Sarg steht hier für mich für eine Transformationszeit. Die Dinge sortieren sich neu, Dinge fallen weg, Dinge bilden sich neu. Hier wird einiges umgewälzt. Eine Zeit der Umwälzung nehme ich hier wahr. Und der Neubeginn kommt auch schon, aber es braucht noch eben ein paar Wochen, ja, ungefähr bis in den Herbst hinein.
Eine Zeit der Umwälzung. Und auch das Kind steht für kleine Schritte, dass eben gerade nur kleine Schritte immer möglich sind oder gerade kleine Schritte gesund sind oder sinnvoll sind. Ja, also große Sprünge müssen hier jetzt nicht gemacht werden. Hier ist etwas im Werden. Definitiv. Was sagt dein inneres Kind, wenn du in unsichere Situationen gerätst, wenn du in Situationen gerätst, wo du nicht immer die Zügel in der Hand hast, nicht haben kannst, weil das Leben eben manchmal so ist? Was sagt da dein inneres Kind dazu? Wird da dein inneres Kind angestupft oder angetriggert sozusagen? Hast du vielleicht in der Kindheit schon unsichere Situationen durch und hast das Gefühl oder hast den Glaubenssatz, du musst heute jederzeit immer die Führung übernehmen und alles unter Kontrolle haben und du musst und du musst und du musst? Oder du hast ein unsicheres Elternhaus, gerade im finanziellen Bereich. Oder ihr seid oft umgezogen in der Vergangenheit. Was sagt dein inneres Kind zu dieser Situation? Vielleicht darfst du da mal hinschauen und dich mit deinem inneren Kind auseinandersetzen. Die Selbstverantwortung. Ich sag ja, das ist eigentlich die Energie, die du immer kennst. Die Selbstverantwortung hier. Du bist definitiv verantwortungsbewusst hier, wenn du damit in Resonanz gehst. Aber manchmal dürfen wir auch erkennen, eben, dass wir gerade nichts tun können. Dass wir gerade flexibel sein müssen und die Dinge auf uns zukommen lassen müssen. Dürfen. Ja, du weißt, was ich meine. Ne? Einen Rat für alle, die hier mit in Resonanz gegangen sind. Was darf ich noch weitergeben? Vielleicht trägst du auch die Verantwortung für Kinder. Gibt es ein Elternthema? Genuss. Und das rundet das nochmal ab, was ich vorhin hier erzählt habe, mit dieser wunderschönen Karte, mit diesem wunderschönen Bild, ja. Diesen leckeren Kaffee oder diesen leckeren Tee genießen, die Cupcakes, die schöne Umgebung, wie sie duftet. Da kommt ganz viel Sinnlichkeit durch. Wie viel Fokus legst du zurzeit auf Genuss? Oder wie viel Fokus hast du in letzter Zeit auf Genuss gelegt? Ja, weil diese Energie kam, ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, wegen dem Regen. Ich weiß nicht, ob ihr den Regen hört. Ist ziemlich stark. Der erste Impuls mit dem Herrscher war okay. Ziemlich ernst, ja. Ziemlich ernst. Wie viel Fokus habt ihr in der letzten Zeit auf Genuss gelegt? Okay. Also dieser Genusseffekt darf mehr in den Vordergrund gerückt werden und das ladet euch auch wieder auf mit neuer Kraft. Und manche Dinge regeln sich dann im Hintergrund für euch. Wenn ihr den Fokus mal von der Problematik ein bisschen weggenommen habt und euch so gut wie möglich auf Genuss fokussiert habt. Ja, und manchmal stellt man dann, wie gesagt, fest, dass sich Dinge im Hintergrund dann gewandelt haben. Und das tun sie. Und der Genuss muss nichts mit dem Essen zu tun haben. Was genießt ihr? Jeder genießt etwas anderes. Okay. Eine Karte hätte ich dann doch noch gerne. Als Rat oder als Hinweis. Für alle, die hier mit Resonanz. Ja, erwecke deine Sinne, Sinnlichkeit, ne? Richte den Fokus auf das Schöne im Leben, das da ist. Okay? Und wenn du sagst, über mir bricht aber gerade die Welt zusammen.
Für manche ist es, also soll ich es noch sagen, es ist Wahrnehmungssache. Wie gesagt, man kann auch, gerade wenn man sich in der neuen Schwerter-Energie befindet, auch alles schlimmer machen, als es ist. Als es ohnehin schon ist, ja. Diese Energie kann alles schlimmer machen noch. Noch tausendmal schlimmer, die Gedanken, als es dann tatsächlich ist. Ja, man kann wahnsinnig in die Negativität reinrutschen, obwohl es gar nicht nötig ist. Man macht sich nur das Leben damit noch schwerer. Und ja, wenn du sagst, die Welt bricht aber gerade über mir zusammen, was soll ich denn genießen? Dann, das muss nichts Großartiges sein. Es geht auch um Kleinigkeiten. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsessen? Ja? Mach dir dein Lieblingsessen. Oder wenn du gerne eine leckere Pralinen isst, dann geh ins Kaufhaus und hol dir leckere Pralinen, genau deine Lieblingspralinen. Oder mach sie dir selber, die Pralinen. Dann iss was Leckeres. Okay? Es gibt immer etwas Positives und immer etwas zu genießen. Ja? Oder creme dich ein, kümmere dich schön um dich selber. Oder lass dir ein Bad ein. Oder leg dir eine schöne Musik ein. Egal, ob es jetzt CD ist oder wo auch immer, YouTube oder wo auch immer du Musik hörst. Irgendwelche Streamingdienste ist auch völlig wurscht. Dein inneres Kind, was hat dir früher gefallen? Was hat dir als Kind früher gefallen? Vielleicht hast du gerne gemalt oder du bist gerne rausgegangen, hast ein Abenteuer erlebt, neue Orte entdeckt und so weiter und so fort. Ich meine, die Liste ist ja unendlich lang, ja, bei so vielen Menschen, die ja zuschauen. Aber ich denke, der Sinn ist klar. Der Sinn ist klar von dem ganzen Orakel. Die Dinge, hier findet eine Umwälzung statt. Und während dieser Umwälzung darfst du dich aufs Genießen fokussieren. Okay. Es ist auch alles eine Frage der Wahrnehmung, weil man kann sich mit seinen Gedanken auch alles noch schlimmer machen. Man kann noch mehr in die Dunkelheit reinrutschen. Ja, der Sarg zeigt auch manchmal eine ziemlich dunkle, einen ziemlich dunklen Lebensabschnitt an. So, liebe Seele, ich beende das Orakel. Ich hoffe, der Regen war nicht zu laut im Hintergrund. Ich habe gar keine Ahnung. ja, danke jedenfalls für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ich euch begleiten durfte. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Macht's gut. Bye, bye.